Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hausflipper. Wir haben in der letzten Folge hier den Raum ein bisschen aufgeräumt. Das ist ja ein Bunker, wo wir hier sind. Und der soll für die... Ach, da steht auch noch was. Der soll für die Oma gerichtet werden. Oder für die Schwiegermutter vielmehr. Packen wir noch da unten hin. Und passt das hier noch irgendwo hin? Ja. So. Gewehr können wir da lassen. Das ist ja sauber. Ja, machen wir mal weiter sauber. Das hier soll wohl das Bad ergeben. Wenn ich das die Anschlüsse hier richtig entnehmen kann. Dann machen wir hier doch mal hübsch. Da habe ich noch irgendein Spinnennetz vergessen. Sehe ich so. So, Bad, ja. Drehen wir hier schon mal auf. Und machen hier mal ein Waschbecken hin. Muss ja nichts Besonderes sein. Waschbecken, blöpp. Kaufen wir. So. Man wird jetzt nur noch bedingt geführt. Also man muss jetzt deutlich mehr selber wissen. Das war vorher einfacher. Vorher konnte man quasi nichts falsch machen und jetzt muss ich schon so ungefähr wissen, in welcher Reihenfolge anklicke, sonst geht es nämlich nicht. So, Waschbecken wäre fertig. Fliesen müssen wir hier nicht, ne? Ne, montiere die Geräte, genau. Dann gibt es noch ein Klo. Da tut es das Standard-WC. Also so wird man hier jetzt schon noch geführt. So, aber ihr seht es jetzt gleich bei der Dusche. Von der es leider immer noch nur eine gibt. Ach so, ich muss hier erst die aufdrehen, genau. Vorher wird das nix. Nächster Versuch. Was fehlt denn noch? Was fehlt denn noch? Ah, jetzt. Okay. Ich kann jetzt hier nämlich, das wird blau markiert. Ich kann das auch anklicken, aber es passiert nichts. Weil ich muss erst hier die Füße reindrehen. Und jetzt erst geht das. Ah, da ist er. Vorher war das einfacher, da wurde man noch mehr geführt. Da brauchte man im Prinzip nur klicken. Das hat sich dahingehend jetzt doch ein bisschen geändert. Weil ich kann auch das Falsche anklicken. Oftmals jedenfalls. Manchmal natürlich auch nicht. So, Scharnier. Gab da noch schon so Fälle, wo ich einfach nicht wusste, was er jetzt von mir will. In dem Fall sind es hier nämlich die Leisten. Das war aber nicht immer so ganz eindeutig. Wenn man es weiß, klar. Aber sonst habe ich... Das erste Mal, wo ich es nach dem Update jetzt gespielt hatte,
So, vorletzte Folge muss das, glaube ich, gewesen sein. Da wusste ich echt nicht, was das Spiel von mir will. So, Endgeräte haben wir. Raum ist sauber. Passt. Hier müssen wir auch noch sauber machen. Was ist das? Hä? Ach so, das ist der Stiefel. Na gut, dann lass mal da stehen. Kann ich auch mitleben. So, 4 von 5 Aufgaben. Küche müssen wir noch hinmachen, ne? Stromturbine. Okay. Wo finde ich denn das? Stromturbine. Ah ja, okay. Kaufen wir. Wo bringen wir die geschickterweise unter? Hier vor dem Bad, oder? So. Küchenschrank, Spülbecken brauchen wir noch. Okay, ein Bett wäre wahrscheinlich auch mal irgendwo ganz sinnvoll. Küche. Küchenschrank mit Spülbecken. Standard weiß. So, Küchenschrank mit 2 Türen. Kriegen wir auch noch hin. Genauso in weiß. So, Schrank mit hängenden Regalen. Gehört er auch da dazu, oder? Ne, der gehört da oben hin. Okay. Vielleicht nicht ganz so hoch, ne? So, Etagenbett. Da bringen wir das nicht unter. Ne, muss auch hier hin, okay. Gut, Etagenbett. Betten. Ein Etagenbett, bitte. Da damals doch. Das drehen wir aber um 90 Grad. Machen wir hier mal zur Küche. So, was brauchen wir noch? Induktionsherd. Das ist Küche wieder. Oder auch nicht. Induktionsherd. So. Passt. Einfachen Tisch hätten sie gerne noch. Einfacher Tisch. Den machen wir hier mit dazu. So, Stuhl Ingolf. Zweimal, okay. Stuhl Ingolf. Einmal. Ist nicht gerade heimelig, aber so. Möbliertes Zimmer. Sehr schön. Alles erledigt. Dann verlassen wir den Bunker wieder. Oh. Stehen in der Garage.
Ups. Ja, und dann würde ich sagen, beenden wir die Aufgabe. Alles erledigt. 7000 Dollars kriegen wir dafür gut geschrieben. Das ist doch mal ein Wort. Schauen wir mal, was wir als nächstes machen können. Ja, so sah hier unsere Hütte mal aus. Jetzt ist sie deutlich hübscher. Und 40.000 haben wir. Würde ich sagen, nehmen wir noch einen Auftrag an. Was haben wir denn noch? Haus zur Renovierung, Entrümpelung, Streichen, Kitschhaus. Bitte um Hilfe, Geld ist kein Problem. Machen wir mal. Ich bin ein älterer Herr, der seit Jahren eine Wohnung an Studenten vermietet. Leider hatte ich dieses Jahr sehr viel Pech, denn ich habe die Wohnung einer recht verdächtigen Truppe vermietet. Sie haben nicht fristgerecht bezahlt, weswegen ich hinging, um das zu prüfen. Sofort, als ich die Tür öffnete, dachte ich, ich würde einen Herzinfarkt bekommen. Das ganze Haus verwüstet, überall Dosen, Dreck, Matsch, Flaschen, wo das Auge nur hinsieht. Und die saßen fröhlich in der Küche und tranken weiter. Ich habe sie gewarnt, dass ich sie rausschmeißen würde, wenn sie nicht zahlen. Sie haben bezahlt, aber dann hat sich herausgestellt, dass sie die Heizkörper verkauft haben, um Geld für Alkohol zu haben. Die haben die Möbel verkauft und nur Müll hinterlassen. Danach waren sie sogar so frech, dass sie ihre Kaution gefordert haben. Aufräumarbeiten sind in meinem psychischen und gesundheitlichen Zustand nichts mehr für mich. Bitte helfen Sie mir. Das machen wir doch, ne? Können den armen alten Herrn ja nicht alleine damit sitzen lassen. So. Hier draußen schaut es ja noch ganz nett aus. Okay, hier drin nicht mehr. So, den packen. Hätten wir doch einen Raum schon fast sauber. Haben wir schon sauber. Oha. Die haben wirklich ordentlich gesoffen. So. Kommst du da weg? Danke. So. Das sollte jetzt aber nicht so schwer sein. Das ist ein bisschen aufräumen und putzen. Ein paar Heizkörper montieren. Sollten wir eigentlich bald fertig haben. Der Bunker war jetzt da schon was aufwendiger. So, da machen wir auch noch sauber. Irgendwo haben wir noch was übersehen. Da. So. Das schaut doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Dann brauchen wir eine Heizung. Und montieren die gerade mal. Dass da hier auch wieder geheizt werden kann. So, der nächste Raum wäre fertig. Okay. Tüdü. Kriegen wir wieder hin, alter Herr. Dum, dum, dum. So, Dreck wäre weg. So ein Besen hätte ich auch gern. Ah, Fenster muss auch gereinigt werden. Da habe ich mich schon gefragt, ob die Funktionen nicht mehr, ob es die nicht mehr gibt. Wohl in den. Das letzte Mal, wo wir es gereinigt haben, war das Fenster, war halt der Rahmen dreckig, aber sonst nichts. Das müssen wir auch reinigen.
So, und da noch. So, Heizung. Montieren wir auch gerade. Geht ja schnell. Entlüften muss man hier nicht. So, da haben wir noch irgendwo Dreck. Ach, streich mit der Farbe weiß, okay. Was denn? Räume den Müll auf. Haben wir noch irgendwelchen vergessen? Haben wir hier noch irgendwo welchen vergessen? Scheint so, ne? Ah ja, okay, das da. Gut. Streiche mit der Farbe weiß. Hoppala. Farben. Okay. Es geht ja zum Glück schnell. Ah, jetzt wird es auch wieder nicht ganz so. Okay, jetzt, das hat irgendwie ja mal nicht funktioniert. Wow, jetzt wieder ein Update. Weil sonst gab es immer nur gestrichen oder nicht gestrichen. Irgendwas ist da wohl mal. Jetzt haben wir auch wieder diese Farbschattierungen. Schön. Das freut mich. Weil das ist deutlich realistischer. Auch wenn es je nachdem manchmal ein bisschen schwieriger ist, herauszufinden, wo man schon gestrichen hat und wo noch nicht. Hätten natürlich vielleicht vorher streichen sollen und dann die Heizung montieren. So würde man es eigentlich machen. Ach so, Farbe. Ohne Farbe ist nichts mit Malen. So. Farbe, ja. Tüdelü. Reicht der Eimer? Das wäre toll. Das wäre sogar mega, jawohl, erreicht. Okay, wegwerfen kann ich ihn nicht. Gut. So. Nächster Raum. Können wir gerade schon wieder das Putzwerkzeug auspacken. Ah, vielleicht kriegen wir den Raum doch nicht in dieser Folge fertig. Oder das Haus. Scheint doch ein größeres Haus zu sein. Als ich gedacht hatte. Da muss noch. Jawohl, da ist noch. Da muss noch irgendwo was sein. Jetzt ist es weg. Okay, da war da unten.
Da unten oder da oben? Unten was? Das war auch unten. Ist gerade auf der Karte. Da haben wir da unten noch ganz eindeutig. So, den Raum hätten wir auch sauber. Oh ja, da haben wir noch einige Räume. Ich sehe schon, das werden wir definitiv nicht diese Folge fertig kriegen. So, da ist noch irgendwo was. Da. So. Da ist auch noch ein bisschen. So, hätten wir. Waschbecken fehlt, Heizung fehlt. Anschlüsse, Heizung. Montieren wir noch. Ja, erst den, dann den. So, und das Waschbecken brauchen wir noch. Waschbecken. Ach so, ich muss das erst aufdrehen. Okay. Zugedreht haben sie es immerhin. Das ist doch schon mal etwas. So, Unterlagscheibe und die Mutter. So. Plöpp. Und plöpp. Das auch noch, dass das Wasser auch abfließen kann. So, fertig. Das hätten wir. Ja, und damit sage ich dann nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid auch das nächste Mal dabei, wenn wir uns hier an die restlichen Räume wagen. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.